Alle helfen mit beim Umladen der Leichname im ukrainischen Butscha. Auch diese Frau, die vor dem Leichenschauhaus auf der Suche nach den sterblichen Überresten ihres Sohnes ist. Nach dem Bekanntwerden der Massentötungen in dem Kiewer Vorort im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine suchen viele Menschen hier nach ihren vermissten Angehörigen, wie diese Frau, die ihren Ehemann verloren hat. Die Ukraine spricht mit Blick auf Butscha von Kriegsverbrechen. Russland weist die Vorwürfe zurück. Die Leichen werden genau untersucht, auch mit Hilfe von ausländischen Experten. Mögliche Verbrechen sollen dokumentiert werden. Erst dann können die sterblichen Überreste beigesetzt werden. Sehen Sie diese Liste. Also wir gehen folgendermaßen vor. Die Angehörigen kommen hierher, ein Bericht wird geschrieben. Wir transportieren die Leichen und kümmern uns um alles andere, was für die Beisetzung getan werden muss. Es gibt Platz auf dem Friedhof und der Bürgermeister hat einen Ort zur Verfügung gestellt, wo an diejenigen erinnert werden soll, die durch die Aggression der russischen Armee gestorben sind. Russland erklärt, die Bilder mit Leichen aus Butscha seien fake. Die ukrainische Armee sei für die Toten verantwortlich. Die russische Brigade, die hier stationiert war, hat inzwischen von Russlands Präsident Wladimir Putin einen Ehrentitel verliehen bekommen.